Hallo und herzlich willkommen hier. Warte, Folge hier, der Marsch. Ja, nachdem wir Fischerei, also Fisch verkauft haben, plus Toilettenpapier, ungefähr 1,3 Millionen verdient haben. Ja. Preis enttäuschend. Aber gut, jetzt geht's zum Bäcker. Ich werde am Hof die Eier mitnehmen. Und die Erdbeeren. Damit sie da entsprechend die Rohstoffe haben. Also alles von Treibhaus und die Eierpaletten und die großen Dinger, die vollen, aber jedenfalls also die fast vollen, nehmen wir mit. Ja, ein neuer Stall und ja, Beine. Jetzt kann man ungefähr berechnen, also durchchecken. Also jetzt haben wir 'stellen. Beziehungsweise Umstall auf Silage für Gras. Dann machen wir nächstes. Und dann wird alles Punkt für Gras-Silage genommen. Ne? So. Dann nehmen wir einen anderen zuerst. Mal gucken, wie ich umkomme. Und dann werde ich in der Kalte los aufgebaut. Und die Strecken mit Autoreif werden ein bisschen angepasst, ne? Korrigiert. Dann kommt noch ein drittes Silo dazu. Rückwärts fahren kommen wir nicht klar. Durcheinander. Weil die Feuerbänder sind so. Vorwärts fahren, ja gut. Jetzt fahre ich vorwärts. Naja, jetzt fahre ich vorwärts. Das ist ein bisschen dichter dran, ne? Aber halt nicht zu dicht. Ja, der eine Mod ist ja deaktiviert. Sonst das Problem mit der Grassilage, ne? Ist dann noch nicht fertig? Nö. Ist noch nicht fertig. Na gut, dann mal vorbereiten, ne? Dann geht's noch nicht auf. Dann fahren wir ganz dicht dran. Und dann wollen wir halt das nächste Förderband reinfahren. Dann muss ich die jetzt alle praktisch zur Seite fahren. Sonst bin ich mir im Wege. Ne? Also ich würde es erstmal einstellen, wenn es funktioniert. So, verkaufen muss noch vom Bäcker und später von der Molkerei. Jetzt können wir die Zeit wieder auf 05, also 5 vor, 05 nicht, aber 5. Damit war die Zeit die 5% noch schaffen, ne? So. Steht nämlich hier alles hier. Oh, Unfall, Unfall.
So. So hinstellen, dass er nicht im Weg steht, ne? So. Was machen? Der, den kann er auch hier reinfahren, ne? Das ist ja leer. Genau. Aber sowieso näher. Platz. Leer. Der muss noch getankt werden. Betankt werden. Ja, normalerweise jetzt alles für die BGH gewesen. So war der Plan, der große. Aber das ist halt so, ne? Also irgendwie das, wenn schon Umzug kommt. Ich wollte aber jetzt auch nicht warten bis zum, bis es leer wäre im Sommer. So lange wollte ich nicht warten, wenn es früher geht, ne? Stroh ist leer, ja gut, da muss man mal gucken, dann, ne? Ja, das ist noch kein Strohhaufen gekauft, ne? Normalerweise hier Verkauf nicht vorgesehen, ne? Immer wenn ich Strom verkaufe, die nicht mehr. Oh. Gegen 17 Uhr. Auch nicht schlecht. So. Das tauchen wir bei dem Schwein erstmal nicht. Erstmal. Immer verkaufen, ne? Also hier kommt noch Dings hin. Aber ich will es erstmal wegreißen. Vielleicht kann ich den noch ein bisschen nach sich das zur Straße verschieben, dass ich da den Platz besser auch nutzen kann. Und vielleicht passt noch ein Vierer hin. Vielleicht. Ja, hier ist im Grunde verkehrt gefahren, ne? Ja, da fahren wir da rüber. Die Eier mitnehmen. Der Lange macht sich hier ein bisschen schwierig. Also die leeren Gitterboxen sollen hier bleiben. Da sind ein, zwei ist voll. Die sollen auf keinen Fall aufbeladen werden. Das geht so am besten. So. Aber das ist so schön, ne? Eier, 14.000. Gehen zum Bäcker. Bevor ich das vergesse, müssen wir die Teile her, ne? Sollten noch nie aufgeladen werden. Der Krüber mit über die Hecke. Justin wollte ja an dem Hecke schneiden kommen. Er hat keine Zeit mehr. Der Junge ist ja so gestresst. Die Jungen können wieder keine, was schon heißt, sind ja nicht belastbar. Aber ich kann mich noch erinnern, damals, wie er sagte, er möchte gerne mitspielen. So ändern sich die Zeiten, ne? Ich weiß, ich hatte ja neulich immer jemanden gehabt, der mitspielen wollte. Aber wo ich dann gefragt habe wegen Alter,
Dann war plötzlich Ruhe. Ja. Es geht da um Alter ist mal das Problem. Das Rechtliche, ne? Also die Konsequenzen, wenn das so ist. Wenn er plötzlich, ja. Im Grunde muss ich jemanden auch immer kennenlernen, ne? Wegen dem, wie verhält man sich so öffentlich, ne? Ich gehe nicht ran. Noch nicht. Dann gehen wir hier rein. So. Auslagern. Komm, schmeiß raus. Ah, der ist draußen, okay. Der nächste ist auslagern, aber nicht voll. Ja, Entschuldigung. Auslagern. Auslagern. So, was war hier noch? Ah, rot. Gras ist alle. Können wir es deaktivieren. So, Sägewerk ist noch nichts, Schweinefleisch. Da haben wir im besten Fall jetzt noch Edelschwein, das auch bei alle. Die brauchen ein bisschen, Schaf haben wir keins. Huhn könnten wir. Leerpaletten haben wir auch noch reichlich. Könnte man ein bisschen verkaufen. Der ist voll. Immer, hier ist auch voll. Wir haben eh keine. Ja, Frühling. Geh erst ausbringen. So. Ist an, ne? Könnt ihr ein bisschen Butter noch mitnehmen? Sahne, Tomaten, meine ich uns sagen, wir da auch nicht loswerden, aber wie gesagt, haben wir verkaufen. Ne? Ein paar Tomaten, verkaufen wir die paar. Salat auch. Und Butter, Sahne, Vollmilch. Guck mal, was der Bäcker so braucht. Ne? Das können wir hinbringen. Ansonsten, ich möchte aber nicht alles dem Bäcker geben, ne? Ein bisschen Geld für den muss ich auch noch. Ach, hier ist der eine Mod. Für eine Zubahn. Ach so. Verpackung könnte man brauchen. Ja, Leerpaletten, das wird kritisch. Auf Dauer. So, ich guck mal rein, was wir beim Bäcker alles brauchen. Bäcker war tiefer, ne? Dann Butter haben wir 80.000 plus. Also Butter, Joghurt, Sahne, 80.000. Quark. So. Gehen wir am Bäcker rein. Was finden, ne? Kuchen da oben. Also Vollmilch, Joghurt brauchen wir nicht im Liefer, da haben wir noch genug da. Butter. Eier, wie gesagt. Zocker ist auch noch eigentlich da. Kirsche ist verkauft, also
wird verarbeitet. Pflaume ist noch da. Erdbeeren. Ich will jetzt. Also ich würde meinen 20.000 Sahne und Butter würde ich meinen. Sehe jetzt Butter nicht. Roggenmehl, Dinkelmehl, Mehl können wir noch mitnehmen. Also normal Weizenmehl. Sahne. Butter. Butter nehmen wir 40.000 mit. Butter. 40.000. So, und beim Bäcker. Bisschen Sahne noch. Ich will auch 40.000 mit. Dann dürfte das gut sein. Beim Kuchen. Gleiche. Gut, das können wir mitnehmen zum Bäcker und werden noch später mal Zeit haben, dann können wir hier das ja mal Rest verkaufen, ne? Wie gesagt, das ist ja so. Das WLAN beenden. Jetzt geht's zum Bäcker. Da können wir Backwaren verkaufen, das ist ja jetzt brauchen wir jetzt wohl lieber, ne? Da können wir noch ein bisschen Fleisch holen. Und dann geht es halt nochmal verkauf. Nächste Mal Ladung Schweine kommt. Haben wir Anfang Februar. Denk mal Juli. Wasserfahrer. Die Produktion hat kein Wasser. Müsste normalerweise automatisch gehen. Dann zum regulären Preis bezahlt werden wie bei einer Kuhball, ne? Standardgutschein, ne? So. Da kommt er mir so entgegen. Ich muss erst vorab laden. Was geht, ne? Wenn die Liste kleiner wird von 22. Immer Butter und Sahne. Erdbeeren werden sicherlich bisschen kleiner geworden. Die Boxen kriegt nicht, also die Bade hier, okay. Gut, Tomaten und Saal war klar. Das war ja. Dann laden wir jetzt mal auf, ne? Brot, Brötchen. Normalerweise müsste jeden Tag ausgeliefert werden, ne?
gerade bei Brot und so. Brot und Brötchen jeden Tag. Kuchen, wenn das verpackt ist. Ein paar Tage sicher. Und die Kühe, ne, die Kuchen muss ja gekühlt werden. Pro Essen. Funktionieren. Wenn nicht, muss ich mal aussteigen, ne? und einsteigen und korrigieren. Backwaren, okay. 16. Leerpaletten nicht. Kuchen. 16. Brötchen. 16. Ich glaube, da geht nichts raus. Doch. Brot. 16. Ich glaube, Brot war voll. Links abladen und B aufladen, was er gepackt ist. Was sind noch? Das geht mit. Der Paletten auch nicht. Kuchen passt, Brötchen passt, Brot, Backwaren. Also der. Also alles raus. Wieso wollt ihr hier bleiben? Das geht nicht. Packen wir so rauf, ne? Brot fliegt ja nichts normalerweise. So, jetzt geht's. Ja, 80.000 haben wir im Schnitt. Ich denke mal, Kuchen ist am besten. Am besten der Preis. Kuchen. Ich habe den Mehl vergessen. Extra erfahren. Kuchen sich jetzt gar nicht. Brötchen kostet. Bei 3,3. Ein Lidl. Backwaren. 5,8 Lidl. Wo ist Kuchen? Finde ich jetzt nicht. Korn, Obstler, Chips, Pommes. Pilze. Man wäre auch egal, ne? Wir haben aber für Dings entschieden, für
höher. Kirsche, Pflaume, für was? Gut, das macht nichts, sie fahren trotzdem zum Dealer. Das wollen wir beim nächsten Mal Mehl mit herbringen, ne? Aber noch war ja genug Mehl da, das ist ja nicht so, deswegen extra los haben müssen. So. So, und der, die Molkerei ist auch nicht so voll, dass wir jetzt unbedingt jetzt hinfahren müssten, um alles zu holen. Dann würde ich eher sagen, Strecken anschließen beim, wir müssen Mineralfutter kaufen. Für die Kühe nicht, aber für die Schweine. Beide müssen um die 40.000 bekommen. Also das sehen wir wieder noch beide. Zählt ja noch eine vor, ne? Beinahe umgekippt der Bursche. Ja, und Strom immer hinfahren, ne? Mal gucken, ob der entsprechend beide bedient, der Spendist, ne? Listhauben. Der eine für beides geht. Irgendwann muss ich so wieder anfangen, aber jetzt haben wir es. Februar. Wahrscheinlich wollen noch Heu zu kaufen. Aber ansonsten muss Heu produziert werden. Also hergestellt werden. Mach im Prinzip, ne? Also wen wenden, einfahren. Der Riegel ist da. Jetzt könnt ihr wieder einkaufen, alles da. Na? 2,6. Gut 1,4 Millionen verdienen, ne? Also bei 4 Millionen jetzt im Plus. Ganz drinne. Oh, ein bisschen mehr Hilfe, ne? Diesmal lag ich ganz daneben, also so tief. Sehen, ne? Fast 2 Millionen. Also fast 2 Millionen verdient. Dann wollen wir gleich Folgendes tun. Schulden zurückzahlen. Das machen wir, was ich ungern mache, Geld zurückgehen, ne? Aber jeden Monat 10.000 Zinsen. Ist ja auch nicht so, ne? Produktionskosten. 612.000 Produktionskosten, weil er noch produziert. Im November. Und dann mal weniger. Ja, hier wäre gerne so eine Zeile 3 Millionen zurückzahlen, ne? Ah. Kaufte Tiere. Das ist hier, wo ich hier Dezember auch. Hat hatte ich ja bei den Kühen vielleicht, was der Stall so voll war. Alles sind die voll. Hier war die Schweine, wo der Stall voll war. Zwangsverkauf. Einnahmengebäude, das ist die Frage. Ach so, habe ich jetzt habe ich ja praktisch
neue Solarzellen aufgebaut. Ach jetzt. Ich weiß, weil ich jetzt hatte ja mal an der Winter gekauft und da war ja Strom nicht verteilt, sondern als Bezahlung bekommen. Und immer noch ein Teil, was ich Geld bekomme. 325. Mal schauen, wie die Solarzellen jetzt sich auswirken. Also jetzt bestimmt garantiert einiges verkauft. Schuldenfrei in den Frühling. Wolkerei wäre noch mal zu verkaufen. Aber das ist noch nicht wirklich voll. So. Ja, das ist eh. Ja, liebe Schauer, das soll schon vorher gewesen sein. So, schönen Dank, dass Sie reinschauen. Ciao. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.